Nicht selten kommt es vor, dass zwischen Ärzten und Patienten Meinungsverschiedenheiten und Konflikte entstehen. Das Recht auf Gesundheit ist in der italienischen Verfassung verankert. Die Südtiroler Volksanwältin hat nun einen Ratgeber herausgebracht, der allen nützlich sein kann, die glauben, Unrecht erfahren zu haben, nicht richtig behandelt worden zu sein oder andere Konflikte mit der Sanität erlebt zu haben. Also diese Broschüre habe ich als sehr wichtig empfunden, weil es in Südtirol nichts Vergleichbares gab, welches sie Patienten hernehmen konnten, um sich kurz einmal zu informieren. Es kamen viele Bürger zu mir und hatten alle diese offenen Fragen. Und da habe ich mir eben schon oft gedacht, wie schön wäre es denn, nicht alles einmal zusammenzuschreiben und den Patienten auch mitgeben zu können. Das hat mich dazu gebracht, diese Broschüre herauszugeben. Und sie wird dann auch verteilt in den Sanitätsbetrieben, dort in den Bürgerschaltern und sollte auch dort aufliegen für den Bürger und natürlich auch im Internet oder auf Facebook nachzulesen sein. In Südtirol können die Sanitätsbetriebe qualitativ gute Werte aufweisen, sowohl was die Dienstleistungen als auch die ärztliche Versorgung betrifft. Konflikte zwischen Ärzten und Patienten gibt es aber doch immer wieder. Die Volksanwaltschaft befasst sich mit Problemen in der öffentlichen Verwaltung, demnach auch mit der öffentlichen Sanität. Es gibt da zwei Hauptbereiche, der ein Bereich. In einen Bereich fallen die Fälle, die die Verwaltung betreffen, zum Beispiel die Ticketbefreiung oder die Rückerstattung der Spesen für Behandlungen im Ausland. Und der zweite Bereich befasst sich mit angeblich ärztlichen Fehler. Die Volksanwaltschaft strebt eine außergerichtliche Lösung an. Das heißt, wir versuchen, die Vorfälle, die beklagten Vorfälle zu klären. Wir organisieren auch oft Aussprache mit Ärzten und Patienten, wobei die Patienten die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen, die Punkte, die noch nicht klar sind. Und wenn ein unkorrektes Vorgehen vorliegt, dann helfen wir den Patienten, einen Schadenersatz bei der Versicherung anzustreben. Der neue Ratgeber ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit aller Bereiche, die mit den ärztlichen und mit den pflegerischen Dienstleistungen zu tun haben. Also diese Broschüre wurde in Zusammenarbeit eben mit dem Sanitätsbetrieb, mit dem Land Südtirol, mit dem Ressort für Gesundheit erstellt und ausgearbeitet, um eben den Bürger diese notwendigen, wichtigen Informationen auch gesammelt und in einfacher Sprache zu geben. Die Broschüre wird in der Volksanwaltschaft, aber auch in den Krankenhäusern aufliegen oder kann über die Homepage oder die Facebook-Seite der Volksanwaltschaft heruntergeladen werden. Die Südtiroler Volksanwaltschaft ist Ansprechpartnerin bei Beschwerden gegenüber dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, dessen Ärzten und dem Pflegepersonal.